Well, I started in an indoor tournament because Toni Schumacher, the first goalie, was didn't want to play in an indoor tournament. That's why I got picked, and my actual debut in the German Bundesliga for Schalke I made when the first goalkeeper got injured after 7 games. I think I 18 and 7 games after the start of the season, he got injured, and so I was picked, and from there on I literally played. Es war eigentlich sehr aufregend, weil ich noch zur Schule gegangen bin, mein Abitur machen musste. So konnte ich nicht morgens trainieren, sondern musste immer nach dem Training mich beeilen, um zum Training zu kommen, dann mit dem Profiteam trainieren und am Wochenende durfte ich dann spielen. So, my parents obviously were quite important for me, not for football, because they didn't have anything to do with football, but apart from that, they gave me a good, or they ensured for me to have a good school education. And they brought me up the way a man has to be, good behavior, stuff like that. And on the football pitch, it was Andy Müller, the manager from the current one, who was one of my first teammates. And he told me about some things, how I had to act on the pitch. Ich habe natürlich alle Spiele wichtig genommen, weil ich natürlich auch zeigen wollte, was ich alles konnte. Das ist ja so als junger Spieler. Ich habe einige Fehler gemacht, aber ich habe damals auch schon relativ weit vorne gespielt, so eine Art Libero. Und das hat dann wohl einen Eindruck hinterlassen, so dass der Trainer mich meistens hat spielen lassen. I love football, so I love to play. I love to perform on the highest level as possible. Either in the national team or in the club team, in Champions League and Premier League. Ja, ich liebe Fußball und ich mag es zu spielen, ich mag es zu trainieren. Und solange ich natürlich noch so fit bin, kann ich auf dem höchsten Niveau spielen. Und das macht mir jeden Tag wieder aufs Neue Spaß. Man hat natürlich einige schwierige Situationen zu durchstehen, aber das sind dann auch Herausforderungen. Und am Ende, wenn man das dann wieder geschafft hat, dann macht einen das glücklich.